comes the axe. Prove yourself. Das Eis ist geblockt. Spiritzeit vom Wii ist bereit. Oder ist das Eis jetzt unten vielleicht ein bisschen zu greedy? Wii geht für den Chase und holt sich das First Blood stark. Wird hier immer wieder angegangen, aber das da, also der Mann überzeugt mich auf seiner Position 5 hier, das ganze Event schon richtig gut. Die haben noch Scotched Earth drauf und jetzt und noch da das Infernal Blade. King RD muss auch, dass er nicht noch wegfeedet. Er feedet nicht weg. Ja, und damit... Die Wölfe! Wow! Infernal Blade. Die Wölfe chasen hier ein bisschen King RD durch die Map, aber der Doom macht. Oh, jetzt hat er Stun. Doom kommt hier von der Seite, geht rein. Der Bodyblock, sie verlieren wahrscheinlich King RD, aber kriegen den Kill. Und jetzt kann der Doom. Duster, King RD scoutet hier den Tower. Jetzt aber Jabs von hinten, der Go auf Duster. Aber da ist der Silence, die Satue, das Infernal Blade. Duster in Trouble, aber Jabs wird hier jetzt von dem Doom geholt. King RD ist auch da. Aber von den Wölfen kriegst du gar keinen Passive, ehrlich gesagt. Noch aber eins, also. Aber ich bin mir ziemlich sicher, sonst würdest du ja auch das Invis von den Wölfen kriegen. Das wäre ein bisschen OP, ehrlich gesagt. Und haben sie das damals gechanged, weil du das Invis kriegen kannst? Ich weiß nicht, sie haben die Power-Treter bereit auf Tafo. Oh, jetzt kommt Doom wieder zu. Doom ist bereit, Rotation. Sie haben auch Spirit Siphon, den Slow. Kamehameha, der Nuke. Direkt der Primal Spirit gezündet. Aber Sandstorm gut in Stun gedodged. Jabs kommt mit der Rotation. Eine Mango ist noch bereit für den Drain. King RD stunt hier rein. Ihr wirbelt das da. Jetzt hat er der Thunder Strike. Und Jabs geht down. Nächster Kill. Eis, es kommt wieder. Wii ist noch da. Drained hier voll. Ist noch dabei. King RD mit dem guten Safety Storm, da kommt der Swarm und King RD wird gechased, aber Killing Spree und sie überleben das. Das Match später mit Pain und Optik wäre den Major wohl. Ja, jetzt Thunderstrike ist raus, ein Snare kommt durch, Eis zurückgeglimpst. Oh, oh, das Ultimate ist unten. Und er ist unten gesplittet. Kann jetzt, oh mein Gott, ist das bitter gerade. Top der Fight. Doom ist raus auf Muschi und Wii steht hier mit Exorzisme. Kriegt hier auch nochmal den Kill auf Chats. Doom aber jetzt am Schreien, der ist aktiv. Und HFN mit der Rotation. Sky of Mage kommt rein. Der Slow Wii. Mr. Nuke ist dabei und. Ja, ciao Wii. Der geht hier down. Ninja Boogie mit dem Double Kill. Gegenkillen sogar. TP hat er noch nicht ready. Sand King will es machen, aber es ist halt schwierig. Er braucht noch seine Teammates. Er fängt mit dem Epicenter an. Ja, geht ja jetzt alles an. HFN kommt dazu. Das da Glimsberg HFN und der Ulti ist da. Killing Spree auf dem Troll. Also gehabt, der Glimpseback und der, da brauchen sie nicht mal Static Storm oder sonst irgendwas. Das ist einfach ein freier Naga Siren Kill. 4K. Rückgezogen, Dragonform ist da. Sie haben Dagger auf Moon, Exorzism läuft bald weg. Jetzt hat der Primal Split an der Seite. Das da entdeckt hier Chaps, wird hier sich fürs Team opfern. Ja, er opfert sich komplett fürs Team. Der Wirbel während das noch auf King RD. Lane ist gerade heißes Eis. Wissen, dass der Primal Spirit. Ja, und jetzt HFN kriegt er. Ja, er kriegt den Go. Und das schön da gewesen mit dem Glimpse im richtigen. Steht aber da, kann hier reingehen. Der Doom ist gesilenced, kommt aber wieder. Hat er, oh, der Song kommt, aber der Static Storm Exorcist Moon geht nochmal down. Es ist risky, aber King RG geht nach vorne. Glimpseback Sky wird angegangen, wird Infernal, geht down. Insta Bybik, Mineski weiß es. Jetzt aber King RD, Wii ist da, Silence Doom auf Eis, Hafen verliert das Eges, Doom wird zurückgeholt, da gibt's den ersten, Chance, da gibt's den zweiten, direkt ist dann 17 Minuten Rex, die werden committen, King RG mit dem Stun, direkt ein Fernal Blade, schöner Static Storm von Duster und Mineski wird zerrissen, Moon geht down, Jets mit dem Infernal Blade, ebenfalls down, beide vom Dragon Knight, das ist Bybik Nummer 3 in diesem Fight, Ninja Bugi an der Seite wird jetzt gerade angegangen, Glimpseback auf Muschi, HFN ist da, wird gestunt, der Troll, it's die time, der Troll endlich down, aber währenddessen wird der nächste angegangen, Muschi jetzt auch noch down, Epicenter ist raus von King RG, gibt's Infernal Blade, was ein Desaster, weird Stun. Okay, jetzt muss hier Pain Gaming raus. Mineski mit aller Gewalt. Aber Tafo, der hat noch richtig Bock. Schau, die haben was, der Tank, der hat den Final Blade bereit. Der möchte da noch ein bisschen Leute snegulieren. Während das Cutter die Range Tricks macht. Go, Cutter, go! Es holt die Range Tricks, Tafo down. Aber die Range Tricks auch, was? Sie müssen Wii hier eigentlich snacken. Und Moon geht rein. Wii wird angegangen. Sky Ultimate. Aber geiler Static Storm, das da!
Alter! Der fucking MVP! Und da fällt Eis, Eis, Eis! Erstmal Muschi ist da, der Song gezündet. Aber die kriegen hier nichts. Die kriegen rein gar nichts. Tafu ist da. Stun von King RD. Und da fällt jetzt auch noch Muschi. Es ist ein Desaster. Mineski wird hier rekoliert. Moon ist da und vier Helden weg. Tafu mit dem Chase auf Ninja Boogie und Mineski. Go crazy, oh Gott, go Doom! Team Wipe von Pain! Nur den Troll verloren. Song. Und ja, da wird das... muss aufpassen. Ich glaube, dass das Leben ist gerade gefährdet. Das ist egal. Ich meine, das da. Who cares? 360 Gold. Dann mit dem Send. Aber Tafu ist da. King RD. Infernal Blade kommt. We Silence. Und da hat sich Moon überschätzt. Mineski, man merkt, sie sind unter Druck. Wollen Kills. Bezahlen hier aber gerade mit dem Leben. Schön. Und ich denke, dass sie halt wirklich mit Wii-O jetzt in der Backline als das Eis geht rein. Das könnte der letzte Versuch sein. Wenn der Fight scheitert, ist das Game over. Aber schneller Pick-off auf Wii. Also Mineski ist noch im Rennen. Doom jetzt gerade aber auf den Dragon Knight. Muschi währenddessen in der Backline. Aber King RD, da kommt das Epi, da kommt der Static. Und Ninja Boogie räumt hier aber trotzdem auf Wii mit dem Buyback. Das da geht down. Und Mineski drei Kills. Ab vom TI. Und genauso ein Mann braucht diese junge, unerfahrene Szene meines Erachtens nach. Und ja, Ninja Boogie down. Song gecancelt von Jabs. Ja, der Sand King wird auch von einem Wolf gechased. Und oh, jetzt er Smoke. Sie faken Roche an. Jetzt er Jabs. Jabs geht rein. Der Stun von King RD. Oh, das ist aber ein guter Song. Aber da können sie nicht draufgehen eigentlich. Ja, Muschi. Sie wollen sie aber fighten. Moon, Muschi, Ultimate. Dragon Knight. Direkt der Stun auf King RD. Aber guter Static Storm jetzt gerade auf Moon. Der kassiert jetzt auch gerade den Doom, der gute Muschi. Und Muschi geht down in der Bergland der Primal Spirit. Aber da kommt gerade King RD nochmal raus. HFN jetzt mit dem BKB. Versucht die Brulinge zu snacken. Kriegt den einen, kriegt den zweiten. Nur noch der Earthbrew ist alive. Den Basht er hier. Ice, Ice, Ice. Der Blue Cooling down, kriegen den Kill und damit jetzt gerade nur noch Ninja Boogie und Moon am Leben. Moon können wir mal rausfallen, dass man an der Seite, aber das Skyrock Match wird hier einfach mal von Wii gechased. Sitzt gerade, oh, Muschi. Und er ist noch nicht im Mund, alles gerade jetzt, das Doom wird hier gezündet. Doom auf dem Dragon Knight ist raus. Song von King RD, der dreimal an der Static Storm aufs eigene Team. Ice is Ice mit dem Buyback, aber auch Buyback von Sand King. King RD ist bereits down. Doom aber auf dem Dragon Knight tickt immer noch durch. Tafu ist jetzt gerade mit dem Chase Dagger hier hinterher, gibt ihm das Infernal Blade. Haben keine Vision. Buyback jetzt aber gerade von der Naga. Wenn das hier jetzt gerade der Primus Build gezündet hat, HFN ist gerade im Teamfight. Findet hier vorne jetzt gerade den Double Kill. Der ist jetzt erst ein Muschi down. Die Brulinge können aber auch nicht mehr viel machen. Wirbel hoch, King RD ist da. Ninja Boogie immer noch von der Seite, immer mal wieder mit den Nukes, aber das Ganze scheint nicht auszureichen. 4 gegen 4 Situationen, also guter Fight, aber jetzt sind die Brulinge, werden angegangen, gehen hier down und da stirbt der Earthbrew nicht schnell genug. Ice, Ice, Ice wird zurück in die Gegner geholt, geht hier down, hat gepeibig. 4 gegen 3, jetzt mit King RD geht mit dem Force nach vorne und geht mit dem Chase, aber Tafu mit dem Infernal Blade, das könnte jetzt das absolute Ende sein, der Flow kommt noch mit durch von HFN, findet den Kill, der Ultra Kill ist da, der Troll, der hat hier richtig...